herzlich willkommen zu einem weiteren Neuerscheinungsvideo. Heute wird es um die Neuerscheinung im Winter 2016-17 gehen, und zwar um die auf Deutsch. Bevor ich damit starte, gibt es allerdings noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Und zwar war das ja bei den letzten beiden Vorschauen auch schon so tatsächlich, aber auch dieses Mal kommt wieder etwas von mir raus. Und zwar zwei Bücher sogar. Eins im Winter, und zwar ist das nicht nur meins, sondern das ist eine Anthologie. Das sind alles Kurzgeschichten aus dem Impress Verlag zu bereits existenten Büchern oder Reihen. In der Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, ist das Thema Wanderer, also meine Fantasy-Reihe, die ja abgeschlossen ist. Und zwar geht es da um Celia, für die Leute, die die Reihe kennen. Und zwar geht es da darum, wie Celia ihre erste Vision hat. Also ihre allererste Vision. Und das spielt an Weihnachten. Dann sind natürlich auch Maximilian und Niccolo dabei, logischerweise. Und die Palestra Viatorum, also für alle, die Lust haben, können gerne mal reinschauen. In der Anthologie sind allerdings auch noch Geschichten von beispielsweise Andreas Dutter, Tanja Fosen, Jennifer Wolf, Valentina Fast, Theresa Sporrer und vielen, vielen anderen. Und dann kommt ein Buch raus, und zwar ein Buch bei Carlsen im Taschenbuchprogramm, und das heißt Herz über Klick. Das ist ja eine Art Kurzroman, hat so um die 112 Seiten sind es am Ende geworden. Genau, und ist hauptsächlich so entstanden, dass der Carlsen Verlag diese Clips-Reihe, also Carlsen Clips, hat. Das sind so Kurzromane für wenig Leser, und diese Bücher werden auch viel an Schulen eben gelesen, weil die halt relativ kurz sind und sich deshalb anbieten. Und sie haben jetzt halt, also eigentlich sind das alles so extreme Themenromane, also sowas wie, ich glaube, Transgender ist dabei und Alkoholkonsum, beziehungsweise Drogen, und ich glaube auch sowas wie Social Media Fame. Dieses Mal haben sie jemanden gesucht, der einen Liebesroman, also der ein Buch zum Thema Liebe schreibt. Also meine Lektorin hatte halt diesen Kurzroman gelesen, den ich geschrieben hatte, also Feine mit gewissen Vorzügen. Der hat ihr gefallen, und dann ist sie eben auf mich zugekommen, und ich habe natürlich zugesagt. Ich meine, wenn Carlsen an die Tür kommt, dann sagt man nicht nein. Das erscheint jetzt und gibt es auch nur als Print, kostet 4,99 € auch nur. Und erscheint im Februar. Tatsächlich geht es da auch ein wenig um YouTube. Denn die Protagonistin ist eigentlich so ziemlich anti-YouTube, aber ihre beste Freundin Mariella ist ein absoluter YouTube-Fan, ist auch selber YouTuberin. Die möchte jetzt gerne in einem Video mitspielen von einem sehr großen YouTuber, der so eine Art Casting veranstaltet in der Stadt, in der die beiden auch leben. Und dort lässt sich die liebe Caro, also die Protagonistin, eben mit hinschleifen und trifft dort auch auf einen anderen großen YouTuber, den Felix, und der ist Gamer. Ja, dann kommt das eben dazu, dass es ist zwischen den beiden funkt. Allerdings hat Felix eine Ex-Freundin, Doreen, die ist auch YouTuberin, hat sehr viele Fans, und Caro wird dann sehr schnell gebasht von den Fans von der Doreen, und das führt zu sehr vielen Konflikten. Caro hat auch eigentlich gar keinen Bock, sich zu verlieben. Und also wer Lust hat, kann ja gerne mal reinschauen. Alles wie immer in der Infobox verlinkt. So, und jetzt fangen wir an mit den Fortsetzungen der Bücher, die jetzt erscheinen. Und im Dezember erscheint direkt die Fortsetzung von Luca und Allegra. Die heißt Küsse keinen Capulet. Das ist ja eine Romeo und Julia Neuerzählung mit Fantasy-Elementen. Ich habe den ersten Band nicht gelesen, weil ich ja selbst an so eine Geschichte schreibe, die ein bisschen in diese Richtung geht. Und ich will halt nicht, dass das irgendwie so, ne, mich beeinflusst oder so. Aber da erscheint jetzt der zweite und auch letzte Band. Dann gibt es von Percy Jackson so eine Art, ja, Spin-off. Ich weiß nicht so ganz. Ich glaube, es ist auch nur ein Kurzroman. Ich glaube, so um die 200 Seiten. Und der heißt Percy Jackson auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane und ist ein Crossover mit den Kane-Chroniken, also die Rote Pyramide ist, glaube ich, der erste Band. Ich glaube, ich werde es nicht lesen. Ich mag Percy Jackson, und ich habe bisher alles so gelesen, was mit Percy Jackson zu tun hatte, aber
ich mochte die Geschwister Kane überhaupt gar nicht. Deshalb werde ich da wohl einen Bogen drum machen. Dann erscheint der zweite Band von Mona Kastens, Begin Again, der heißt Trust Again. Und wir befinden uns übrigens gerade im Januar. Genau, und da geht es, glaube ich, um andere Protagonisten. Ich weiß auch nicht so ganz, worum es geht, weil es New Adult ist, aber ich habe gedacht, ich mache das einfach mit hier in das Video rein, weil es ja die meisten von euch interessieren wird, weil es halt Mona Kasten ist, ne? Ja, dann erscheint der zweite Band von Angel Fall, endlich. Allerdings haben sie da einen Coverwechsel drin. Ich habe auch meine alte Version jetzt abgegeben und mir eine neue bei Tauschticket geholt. Es hat mir echt das Herz geblutet, ne? Weil das Cover einfach viel schöner war, das ursprüngliche. Und es war ein Hardcover und jetzt ist es so ein Taschenbuch und die Cover, ich finde die wirklich nicht so schön. Ja, da geht es auf jeden Fall um eine Welt, um eine postapokalyptische quasi Welt, in der die Engel heruntergekommen sind. Aber die Engel sind eigentlich nicht gut, sondern eher böse. Und die Protagonistin trifft dann eben auf so einen Engel und sehr, sehr düstere Geschichte. Fand ich damals sehr, sehr cool. Ist auch ewig her, dass ich es gelesen habe, deshalb weiß ich noch nicht. Aber ich werde den zweiten, denke ich, lesen. Also ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschieden. Hätte ich auch nicht mehr mitgerechnet. Dann erscheint ebenfalls im Januar Oblivion. Lichtflüstern heißt es. Und das ist eben Obsidian aus Damons Sicht erzählt. Und ich werde das natürlich nicht lesen. Ich muss auch sagen, ich finde das Cover so interessant. Also tatsächlich finde ich es interessant, weil es ist ja fast so, als wäre, hätte man rangezoomt auf, also auf das Cover vom ersten Teil aus ihrer Sicht. Aber lesen werde ich definitiv nicht. Ich glaube, ich würde auch Damon nur noch weniger mögen, wenn ich jetzt ein Buch aus seiner Sicht lesen würde. Dann erscheint der dritte Band von Unsterblich von Julie Kagawa. Das ist ja auch neu aufgelegt worden. Ich habe damals noch vom ersten Mal die alte Version gelesen. Den zweiten habe ich aber bis heute nicht gelesen. Da geht es ja um Vampire in der Zukunft, glaube ich. Oder in einer alternativen Welt, die so ein bisschen an unsere angeglichen ist. Irgendwie sowas. Dann erscheint der zweite Band von To All the Boys I've Loved Before. Von Jenny Han heißt P.S. I Still Love You. Und dieses Buch habe ich schon auf Englisch gelesen. Relativ kurz, nachdem ich To All the Boys I've Loved Before gelesen hatte. Ich glaube, ich habe es auch rezensiert. Das fand ich überhaupt nicht gut, den zweiten Band. Weil ich den einfach unnötig fand. Aber gut, das ist eine Contemporary-Liebesgeschichte, in der es um Lara Jean geht, die aus Versehen im Endeffekt Briefe verschickt, die sie an die Jungen geschrieben hat, in die sie mal verliebt waren. Eigentlich sollten die Briefe aber nie an ihre Adressaten gelangen. Gelangen sie allerdings letztendlich doch und das führt dann zu jeder Menge Chaos. Weiterhin im Januar erscheint noch Eis wie Feuer von Sarah Rush. Das ist der zweite Band von Schnee wie Asche. Ich fand den ersten Band ganz gut damals. Das ist ein High-Fantasy-Roman, in dem es um eine Welt geht, die von verschiedenen Königreichen regiert wird, die den Herbstzeiten entsprechen. Ich glaube, das Winter- oder Sommerkönigreich war untergegangen und irgendwie gab es dann noch so eine Art Prophezeiung oder irgendwas mit der Thronfolge und ich weiß nicht ganz. Es fühlt sich an, als wäre schon sehr, sehr lange her, dabei ist es erst so ein Jahr, anderthalb Jahre oder so her. Aber ich wollte den zweiten Band auf jeden Fall noch eine Chance geben, weil das Cover auch einfach wieder wunderschön ist und ja, vielleicht ist es ja gut. Man weiß ja nie. Außerdem im Januar sollte eigentlich erscheinen, ich bin mir nicht sicher, weil es jetzt irgendwie bei Amazon als derzeit nicht verfügbar steht und das Datum auch irgendwie nicht mehr stimmt, also keine Ahnung. Aber ich mache es jetzt einfach trotzdem mal hier rein und das ist der dritte Band von Monday Club, der heißt Die letzte Rache. Ich bin mir relativ sicher, dass es damit auch der letzte Band sein wird, weil sonst wird es wahrscheinlich nicht Die letzte Rache heißen. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Die Art von Buch mag ich ja eigentlich nicht so gerne, aber ich finde die Cover wirklich sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Und ja, weiß auch gar nicht so genau, worum es da geht. Dann sind wir auch schon im Februar angekommen. Da erscheint der zweite Band von The Daughter of Poison oder irgendwie sowas. Der heißt The Sleeping Prince, Tödlicher Fluch. Und ich finde das Cover auch wieder sehr cool. Allerdings muss ich immer noch sagen, dass mich das irgendwie nicht so richtig anspricht, der erste Band, was vermutlich auch an den sehr negativen Goodreads-Rezensionen zu dem ersten Buch liegt, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Aber die Cover sind wirklich sehr, sehr hübsch. Außerdem erscheint der zweite Band von der Night School-Autorin CJ Doherty, Secret Fire, Die Entfesselten. Finde es ein bisschen schade, dass das Cover irgendwie
fast genauso aussieht wie das erste, nur mit anderen Farben. Vielleicht ist es sogar das erste, nur mit anderen Farben. Ich bin mir noch immer nicht so ganz sicher, ob ich das lesen möchte oder nicht. Was auch daran liegt, dass ich bisher so wenig davon gehört habe und auch so wenig vor allem vom Inhalt gehört habe. Also ich weiß, dass es irgendwas mit einem Fluch ist und dass das Mädchen versucht, den Fluch von dem Jungen zu brechen oder andersrum. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber mehr habe ich da gar nicht mitbekommen und irgendwie, ja, lässt mich das deshalb noch ein bisschen daran zweifeln, ob ich das gerne lesen möchte. Dann erscheint der zweite Band von Zimt und Weg, der heißt Zimt und Zurück, die vertauschten Welten der Victoria King von Dagmar Bach. Da habe ich den ersten Band noch nicht gelesen, aber ich habe echt viel Gutes darüber gehört. Also viele Leute haben mir schon gesagt, dass es echt süß sein soll. Aber wie gesagt, ich habe es selbst noch nicht gelesen. Das ist ja, glaube ich, so eine Parallelwelt-Tauschgeschichte. Und ja, aber ich habe definitiv noch vor, den ersten Band zu lesen. Wovon ich vorhabe, den zweiten Band noch zu lesen, das ist The School for Good and Evil. Der dritte Band erscheint ebenfalls jetzt im Februar und der heißt Und wenn sie nicht gestorben ist. Sollte ja eigentlich der letzte Band sein übrigens, aber im Englischen wurde angekündigt, dass es wohl noch einen vierten Band geben wird. Das Cover finde ich wieder wunderschön und ich fand die Idee des ersten Bandes ja wirklich cool. Da geht es um zwei Schulen, in denen die guten und die bösen Charaktere ausgebildet werden für Märchengeschichten. Beziehungsweise, ich glaube, es sind einfach die bösen und die guten Charaktere und es werden dann hinterher Märchen geschrieben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber war sehr interessant, hat mit Gut und Böse gespielt und ja, ich wollte immer noch mal den zweiten Band gelesen haben, habe es aber bisher irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Und jetzt erscheint schon der dritte. So läuft das irgendwie im Leben. Und als letztes, was die Fortsetzung angeht, ist da Infernale Rhapsodie in Schwarz. Komischer Beititel, finde ich. Ich finde auch das Cover so lala. Das ist ja die Geschichte, in der es um eine zukünftige Welt geht, in der, ja, in der angefangen wird zu glauben, dass man ein gewisses Killer-Gen gefunden hat, das vorhersagen kann, ob jemand kriminell wird oder nicht. Und bei der Protagonistin wird dieses Gen eben festgestellt und sie wird deshalb abgesondert von der Gesellschaft. Eine sehr interessante Idee. Ich fand die Umsetzung nicht so gut. Die Rezension verlinke ich für Infokarte ich euch auch irgendwo hier. Aber davon erscheint jetzt auch der zweite Band. Ich werde es vermutlich nicht lesen. Nun kommen wir zu der bekannte Autorenkategorie und fangen an im Dezember mit Ulrike Schweikart. Das ist die Autorin unter anderem von beispielsweise der Nosferas-Reihe. Und ihr neues Buch heißt Leon und Claire, er trat aus den Schatten. So wie ich das verstanden habe, geht es da um das Reich der Schatten, also so eine Art Fantasy-Unterwelt in Paris. Und Leon ist Teil von dieser Welt, er hat auch magische Fähigkeiten. Und er trifft dann irgendwann auf Claire, klingt nach einer absoluten Insta-Love. Und das ist bisher auch der Grund, warum ich das Buch wahrscheinlich nicht lesen werde, obwohl das Cover mir sehr gefällt. Und dann gibt es irgendwie noch den Herrn der Finsternis und keine Ahnung, irgendwie sowas. Nach so einer originellen Idee klingt es auch nicht, deshalb, wie gesagt, hat mich das noch nicht so richtig überzeugen können. Dann erscheint ein neues Buch von Rainer Weckwerth und zwar Camp 21, Grenzenlos gefangen. Rainer Weckwerth ist ja der Autor von Das Labyrinth. Irgendwas mit Labyrinth halt, ne? Da geht es um Mike und Keller und Mike und Keller kommen beide ins Camp 21, werden dort gefangen gehalten und bekommen so elektronische Armbänder angelegt, die es ihnen verhindern, sich mehr als, ich glaube, 20 Meter oder so voneinander zu entfernen. Die beiden schaffen das aber irgendwie zu fliehen, weil da gibt es irgendwelche Experimente und keine Ahnung, klingt nach so einem leichten Thriller. Ja, also eigentlich klingt es nicht so richtig nach was, was ich gerne lesen würde. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn die Rezensionen gut sind, dass ich dem Buch vielleicht doch eine Chance geben würde. Auch wenn das Cover mich jetzt nicht so unbedingt anspricht. Ebenfalls im Januar erscheint All the Strangest Things Are True von April Genevieve Tucholke. Viele von euch werden die Autorin vielleicht nicht kennen. Mir ist sie allerdings ein Begriff. Ich habe von ihr Fürchte nicht das tiefe blaue Meer gelesen. Was ich überhaupt gar nicht mochte. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Deutschen rezensiert habe. Ich weiß, dass ich damals auf Englisch rezensiert habe, aber auf Deutsch, ich bin mir gar nicht sicher. Das Buch heißt auf Englisch Wink Poppy Midnight.
Das liegt daran, dass die Protagonisten so heißen, Wink, Poppy und Midnight. Die deutsche Kurzbeschreibung lässt überhaupt gar nicht vermuten, worum es überhaupt geht. Es muss wohl irgendwie was mit Übernatürlichkeit zu tun haben, denn ja, all the stranger things are true klingt ja schon so ein bisschen so. Und hier steht auch was davon, dass die verrücktesten Dinge wahr sind. Und ja, irgendwas mit jemand weiß es, jemand lügt, wem kannst du trauen? Keine Ahnung, es klingt nicht so, als ob mir das so gefallen würde. Ich finde auch das Cover wirklich nicht schön. Also das englische Cover ist viel, 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 viel besser. Wohl das Buch im Februar ist natürlich das neue Buch von Veronica Roth. Und zwar heißt das Rat der Neuen gezeichnet. Und ich finde das Cover wirklich sehr, sehr schön. Das haben sie aus dem Englischen übernommen. Carve the Mark heißt das im Englischen. Ich muss sagen, ich finde den deutschen Titel gar nicht so schlecht. Viele beschweren sich über den deutschen Titel, aber ich finde den eigentlich nicht schlecht. Kann man sich auf jeden Fall mehr drunter vorstellen als unter Carve the Mark. Das Ganze ist, soweit ich es verstanden habe, ein Science-Fiction-Roman. Und es geht dabei einmal um Sarah. Sarah lebt in einer Welt, in der jeder eine bestimmte Gabe hat und ihr Bruder ein Tyrann ist, der über das Volk herrscht und ihre Gabe benutzt, denn ihre Gabe ist Schmerz und Macht, was er natürlich gezielt gegen seine Feinde einsetzt. Und es geht um Arcos. Arcos lebt in einer sehr friedfertigen Welt, wird aber gemeinsam mit seinem Bruder von Sarahs Bruder entführt. Und die beiden schließen dann eben ein Bündnis. Ja, und es klingt einfach mega cool und ich bin total gespannt. Ich fand ja, dass Veronica Roth mit jedem Buch irgendwie schlechter geworden ist. Und ich hoffe, dass sich dieses Schema mit diesem Buch jetzt bricht. Ansonsten wäre ich sehr enttäuscht von dem Buch. Sehr, sehr enttäuscht. Dann haben wir ein neues Buch von Colleen Hoover, was ich auch nur kurz erwähne, weil das New Adult ist. Und zwar heißt das Nächstes Jahr am selben Tag. Und ich erzähle jetzt auch nicht, worum es geht. Aber ich finde das Cover wirklich sehr, sehr hübsch. Muss ich schon sagen, ja. Tatsächlich. Ja, auch ein neues Buch von Lauren Oliver erscheint. Und zwar hat das ein wirklich hübsches Cover, wie ich finde. Und heißt Als ich dich suchte. Das ist die Übersetzung von Vanishing Girls. Ich finde das deutsche Cover tatsächlich wirklich 100-mal schöner als das englische. Allerdings finde ich, dass das Englische nicht so aussieht, als ob mir das gefallen würde. Deshalb bin ich ein bisschen skeptisch, auch was das Deutsche angeht. Das ist ein Contemporary-Roman, in dem es um zwei Schwestern geht. Und da passieren ein paar Dinge, die beiden auseinanderbringen. Und ja, dann verschwindet auch irgendwie noch ein Mädchen und die beiden geraten da irgendwie hinein. Und klingt so ein bisschen in Richtung Panic. Und Panic hat mir nicht gefallen, deshalb werde ich das vermutlich auch nicht lesen. Aber das Cover ist einfach nur abartig schön. Dann erscheint im Februar noch Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reed. Ava Reed ist eine Autorin, die bisher in relativ kleinen Verlagen veröffentlicht hat und mit dem Überreuter Verlag jetzt einen kleinen Schritt zumindest nach vorne gegangen ist in Richtung Verlagsbuchhandel-Gedöns. Dieses Buch erscheint jetzt, wie gesagt, im Februar bei Überreuter. Ich finde das Cover wunderschön. Das hat ja soweit ich weiß, der Cover-Designer von Drachenmond gemacht, der ja eh bombastisch gut ist. Da geht es um eine Liste mit Dingen, die hinterlässt eben ein Mann nach seinem Tod seinem Enkel und einem jungen Mädchen, das er auch kennt. Und er gibt ihnen die Liste und als letzten Wunsch hat er eben, dass diese beiden gemeinsam die Liste arbeiten. Die können sich aber eigentlich überhaupt nicht ausstehen, die beiden, und gehen dann gemeinsam machen sich auf den Weg, um diese ganzen Punkte abzuarbeiten und ja, entdecken dabei sich selbst so ein wenig. Klingt sehr cool, das Buch. Ich glaube, das ist das erste Buch von Ava Reed, um das ich wirklich nicht herumkomme. Bisher habe ich tatsächlich einen Bogen um ihre Bücher gemacht, weil da ist wieder diese Angst, dass ich es nicht mag. aber das Buch klingt wirklich sehr cool. Deshalb, ja, werde ich das wohl lesen müssen, in Anführungsstrichen. Und es erscheint außerdem noch ein neues Buch von Sophie Jordan. Sophie Jordan, die Autorin von Firelight und Infernale. Das neue Buch, das jetzt herauskommt, heißt Die wahre Königin, Königreich der Schatten. Eigentlich andersrum, aber hier sieht es eher aus, als würde es Die wahre Königin heißen, weil die Schrift größer ist, wenn ihr wisst, was ich meine.
Da geht es um eine High-Fantasy-Welt, in der die Protagonistin Luna die wahre Königin dieser Welt ist, allerdings geflohen ist, ihre Eltern wurden ermordet und sie lebt seitdem gefangen, also in einem Turm, und als sie dann hinauskommt, flieht, das ist ja auch ein bisschen ein komisches Wort, aber mit dem Waldläufer Fowler, und ja, die beiden machen sich dann gemeinsam auf den Weg. Und sie weiß aber nicht, wem sie trauen kann und überhaupt. Klingt echt cool, hat ja so einen leichten Rapunzel-Charakter, aber mir hat ja Infernale nicht so gut gefallen. Firelight war so lala und deshalb bin ich mal gespannt. Das Cover, muss ich sagen, ist jetzt auch nicht so das Beste. Es ist nicht schlecht, aber ich finde es auch nicht so richtig gut. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte es fast cooler gefunden, wenn wir diesen Hintergrund mit den Ranken nicht hätten, sondern wirklich nur diese Blume mit diesen Kronenspitzen, weil der Fokus dann mehr darauf wäre und es sähe, glaube ich, irgendwie cooler aus. Aber gut. So, jetzt sind wir angekommen bei den neuen Büchern und fangen da an mit Echo Boy von Matt Haig. In dem Buch geht es um eine zukünftige Welt, in der es sogenannte Echos gibt. Das sind Roboter, die künstliche Menschen, die gezüchtet werden, und um halt die Befehle auszuführen von ihren Besitzern. Eines Tages passiert etwas sehr Schlimmes, denn die Eltern der Protagonistin werden von einem defekten Echo getötet. Sie kommt dann zu ihrem Onkel und da trifft sie auf Daniel. Daniel ist ein Echo und Daniel beginnt aber, sich zu ihr hingezogen zu fühlen. Ich finde tatsächlich, dass der Klappentext gar nicht so schlecht klingt. Also wirklich, bevor ich den Klappentext gelesen habe, war ich überzeugt davon, dass ich es nicht lesen möchte. Und jetzt denke ich mir so, vielleicht geben wir dem Ganzen doch eine Chance. Ein Buch, was ein bisschen so ähnlich klingt vom Konzept her, ist Diabolik vom Zorn geküsst von S.J. Kincaid. Das ist ein Buch, was im Januar herauskommt. Allerdings sind Diabolics noch ein bisschen anders als Echos. Und zwar sind die nicht nur geschaffen, um zu gehorchen, sondern die sind geschaffen, um eben den Menschen, den sie beschützen sollen, mit allem zu beschützen, was sie kennen. Hier geht es darum, dass die Protagonistin eine Diabolik ist und sie eben auf den Thronfolger trifft, und dann entsteht da irgendwie eine Liebesgeschichte. Und Zorn spielt anscheinend auch noch eine Rolle. Das war alles, was ich dazu sagen kann. Ich finde das Cover so ein bisschen generic, sagt man im Englischen, ne? Also so, ja, 0815 ein wenig, aber mal schauen. Irgendwie spricht es mich tatsächlich doch ein kleines bisschen an, zumindest. Dann erscheint ein Buch von Alana Falk. Alana Falk ist auch keine ganz unbekannte Autorin, aber hat jetzt noch keinen großen Jugendroman gehabt, soweit ich weiß. Und deshalb habe ich sie jetzt in diese unbekannte neue Autoren-Blabla-Kiste gesteckt. Das Buch heißt Das Herz der Quelle, Sternensturm, und erscheint im Januar bei Arena. Da geht es um eine Welt, in der es Magier gibt, und diese Magier benötigen immer eine bestimmte Energiequelle. Und ihr, also der Protagonistin, wird als Energiequelle eben ein junger Mann zur Verfügung, also zugeteilt, der alle Magier hasst und sich gegen sie wehrt. Liebesgeschichte vermutlich, jede Menge Konflikte vermutlich. Klingt tatsächlich echt cool, muss ich sagen. Obwohl das Cover auch halt so ein bisschen 0815 ist. Ich warte mal ab und lasse mich von meinen Gefühlen tragen, ob ich das Buch lesen möchte oder nicht. Ebenfalls im Januar erscheint Chosen, die Bestimmte von Rena Fischer. Das klingt so ein bisschen, ja, also ein Internat für Hochbegabte. Jeder hat eine bestimmte Gabe und die Protagonistin erfährt, dass in dem Internat vielleicht nicht alles so läuft, so ganz koscher läuft. Dann kommt es zu einer leichten Rebellion und natürlich steht Leben und Tod auf dem Spiel. Hat man jetzt so schon mal des Öfteren gehabt, aber wer weiß, vielleicht ist es ja doch ganz unterhaltsam. Ich muss eigentlich sagen, dass ich das Cover total furchtbar finde, also wirklich katastrophal. Und als letztes im Januar erscheint noch Schattendiebin, die verborgene Gabe von Catherine Egan. Da hat mir das Cover so gut gefallen und das ist der Grund, warum das Buch jetzt auf der Liste ist. Nichts anderes, einfach weil das Cover
irgendwie finde ich das Cover total schön. Also wirklich, ich kann gar nicht sagen warum, aber es ist echt, echt hübsch. Da geht es um ein junges Mädchen, das in einer Art viktorianischen Fantasy-Welt lebt. Und zwar kann sie sich unsichtbar machen und sie ist dadurch die wohl bekannteste und beste Diebin und wird jetzt engagiert, um sich in ein Herrenhaus einzuschleichen und die Bewohner dieses Herrenhauses zu belauschen und Geheimnisse herauszufinden. Schnell wird ihr klar, dass die Geheimnisse dort düsterer sind, als sie gedacht hätte, und sie geriet selbst in Gefahr. Ich weiß noch nicht, ob ich es lesen werde, aber das Cover, wie gesagt, ich finde es einfach mega cool. Im Februar erscheint eine Übersetzung von einem sehr großen Buch in Amerika. Und zwar ist das The Kiss of Deception. Das heißt auf Deutsch Der Kuss der Lüge, die Chroniken der Verbliebenen, Band 1 von Mary E. Pearson. Das klingt nach einem ziemlichen Liebesdreieck. Und zwar geht es da um Lia. Und die ist die älteste Tochter eines Königshauses in einer High Fantasy, wobei Fantasy kommt jetzt nicht so viel vor, Welt, und sie soll jetzt verheiratet werden. Sie möchte das auf keinen Fall, deshalb haut sie ab. Dort trifft sie relativ schnell auf zwei junge Männer, von denen einer ausgesandt wurde, um sie zu töten, und der andere der Prinz ist, den sie eigentlich heiraten sollte. Und sie verknallt sich dann anscheinend in beide. Ja, also ich habe von dem Buch schon sehr, sehr viel Schlechtes gehört, deshalb werde ich es vermutlich nicht lesen. Obwohl, das Cover finde ich eigentlich ganz cool. Ebenfalls im Februar erscheint Wir zwei in fremden Galaxien von Kate Ling. Ich weiß immer noch nicht, was ich von dem Cover halte. Manchmal finde ich sie super hübsch und manchmal irgendwie nicht. Und keine Ahnung. Aber es ist, ich tendiere, glaube ich, eher dazu, es hübsch zu finden. Zumindest jetzt gerade in diesem Moment. Das klingt nach der typischen Dystopie. Allerdings spielt es in einem Raumschiff und dort gibt es eben so eine Welt, in der alles von der Regierung diktiert wird, also welchen Job man bekommt und auch wen man heiraten soll. Und die Protagonistin steht eben kurz vor dieser Entscheidung, hat sich allerdings schon verliebt und das ist total verboten, was die beiden da machen. Aber sie können nicht anders und ja, wie gesagt, klingt halt wirklich wie die typische Dystopie. So ein wenig wie die Auswahl und ja, aber ich weiß noch nicht so ganz. Ich denke mal, ich werde da die ersten Stimmen abwarten, um mich da zu entscheiden. Dann erscheint ein Buch von Rhiannon Thomas, das heißt Ewig, wenn Liebe erwacht. Ich glaube, das andere Buch, was jetzt neu von ihr rauskommt, das hatte ich auch schon hier drin in der Vorstellung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder in der englischen? Eins von beidem. Ich glaube, in der englischen Vorstellung ist das drin gewesen. Genau, das ist der erste Band einer Dilogie und ist, glaube ich, an Dornröschen angelehnt. Da geht es nämlich um Aurora, die aus ihrem Schlaf wachgeküsst wird von einem jungen Prinzen. Das Märchen oder, weiß ich nicht, ihr Schicksal würde eigentlich vorhersehen, dass sie ihn heiratet und glücklich wird. Allerdings weiß sie, dass er dann König werden würde und sie weiß auch, dass seine Eltern Tyrannen sind in dem Land, wo sie regieren und dass seine ganze Familie auch ihr Volk unterdrückt und deshalb stellt sie sich dann gegen diese Heirat. Und das bringt sie natürlich in Gefahr und dann gibt es dann noch den irgendeinen geheimnisvollen Prinzen und ja. Ich weiß noch nicht, ob ich es lesen werde. Ich muss sagen, dass ich die Cover nicht so schön finde von den Büchern. Aber ich bin eigentlich ein Märchenfan und Märchenneuerzählungen, deshalb vielleicht ja doch irgendwann mal. Dann erscheint ein Buch, wo ich das Cover wirklich cool finde, und zwar ist das ein bisschen wie Unendlichkeit von Harriet Reuter Hapgood oder so. Da geht es um ein junges Mädchen, das in ihrem Leben einige Probleme hat, aber auch einige positive Dinge gerade passieren, denn sie hat sich so ein wenig in ihren besten Freund verliebt. Ja, es ist so, dass ihr Großvater vor kurzem gestorben ist und dann auf einmal wird sie immer wieder in die Vergangenheit katapultiert, also in frühere Szenen ihres eigenen Lebens und ja, irgendwie sowas. Klingt ganz cool. Ich weiß noch nicht, ob ich es lesen werde, aber vielleicht gebe ich dem echt mal eine Chance, weil
es auf jeden Fall nach einer interessanten Grundidee klingt. Und unser letztes Buch, natürlich auch im Februar, ist ebenfalls eine Übersetzung. Und zwar heißt das Ganze Last Year's Mistake und ist von Gina Chocker. Oder so. Also können wir mal kurz sagen, das ist echt mega uncool, ist Boyfriend zu sagen. In einem Klappentext. Neue Schule, neue Freunde, neuer Boyfriend, neues Ich. Ja, nein. Nein, lieber Random House Verlag. Nein. Ja, geht anscheinend um jede Menge Liebesdrama, denn es geht um zwei junge Menschen, die mal beste Freunde waren, dann hat sich mehr entwickelt, dann haben die sich gefetzt wegen irgendwas, was wahrscheinlich am Anfang geheim sein wird, am Anfang des Buches. Dann haben die ganz lange nicht miteinander geredet und das Mädchen ist weggezogen auch und jetzt kommt er zurück in ihr Leben und Chaos und ja. Nein, ich werde es nicht lesen, weil es einfach furchtbar klingt. Aber vielleicht, wenn man auf Liebesdrama steht, dann müsste das Buch ja perfekt sein. Deshalb, ja. Ja, das war es auf jeden Fall von mir mit den Neuerscheinungen im Winter. Wir sehen uns dann im Frühling wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch ganz viel Spaß beim Lesen und ihr könnt mir ja gerne verraten, auf welches Buch ihr euch am meisten freut im Winter. Oder sagen wir mal, welches ihr auf jeden Fall lesen werdet. Werdet ihr Rat der Neuen lesen? Das ist ja so eine Kiste, ne? Liest man das oder liest man es nicht? Also ich werde es definitiv lesen. Allein um zu wissen, ob ich es gut finde oder nicht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochladen werde. Und goodbye!